So, dann herzlich willkommen zur Abendsendung. Heute hatte Dow Jones mal kein Reversal hingelegt, sondern hat jetzt nahe Tagestief geschlossen. Das dürfte natürlich auch morgen den DAX unter Druck bringen. Und diesen schauen wir jetzt dann gleich mal an in der Morgensendung. Also heute früh war ihr Maximalkursziel bzw. wo ein harter Widerstand war, war bei 10.200 Punkten bei rund. Dies hat der DAX nicht ganz erreicht. Die einzelnen Setups bei Daimler und BMW würden ja frühzeitig abgesichert bzw. auch hier bei Daimler würde ja nahezu das Kursziel hier erreicht mit 71 Euro. Aber hier waren eben auch, was schon auffällig war, der DAX hat ein neues Hoch gemacht und die Treiber, die sonst wirklich den DAX eben nach oben getrieben haben, aber auch genauso wie nach unten, haben Schwäche gezeigt und deshalb war auch hier dann am DAX das Kursziel, beziehungsweise hier am Tageschart war ja erwähnt worden, die Unterkante des Rainbows getroffen und hier gab es dann Verkäufe. Nachbörslich stehen wir, ich schaue gerade mal, ja, bei 9.750 Punkten rund und nähert sich dann somit dem Kursziel vielleicht an, aber jetzt hier automatisch zu sagen, sofort hier kaufen, ist vielleicht vage, eher eben dann das untere Kursziel Minimpositionen dann eingehen. Ich werde hier dann im Stream bzw. auch noch ein Video dann veröffentlichen. Also ich werde morgen früh auch direkt gegen 8.30 Uhr nochmal kurz auf Sendung gehen, weil ich auch die asiatischen Märkte beobachte bzw. auch die Ergebnisse dann haben will, bevor ich hier sagen kann, wo der Markt morgen eventuell eröffnet und wo eben dann noch die Risiken bestehen. Apropos eben Risiken, der Dow Jones Index hier habe ich am Wochenende eben erstellt und mal kurz nur darauf hingewiesen, dass hier ein großes Gap noch besteht und ja, wie man jetzt eben hier sieht, Widerstände wurden zwar nicht sauber angelaufen, hier gab es Intraday-Durchbruch, dann wurde hier mal nochmal exakt angelaufen und heute eben auch wieder im Tageschart an der Unterkante, also wirklich ein bärisches Zeichen, wenn dann absolut nichts nach oben geht, hat er einfach, der Kurs ist da nach unten gedreht und eine monsterschwarze Kerze hat sich hier formiert. Eben, wie kann es eben hier weitergehen? Hier ist es wirklich rund 100 Punkte tiefer mit ein bisschen Überschießen. Ja, das Tief ist jetzt nicht ganz so wichtig. Im Prinzip mehr. Aber wenn es hält, ist es natürlich gut für die Bullen. Aber auch so dürften wir hier in manchen Werten dann schöne Einstiegskurse haben. Auch wenn sich insgesamt vielleicht hier wirklich dann eine Top-Bildung ausgebildet hat. Aber Geld ist immer noch im Überfluss da. So, eben apropos Einzelwerte, da kommen wir eben zu den Big Playern schnell. Ich werde es schnell halten. Facebook ist auf einem interessanten Niveau, da wurde die Korrekturzone schon im November vorgeschlagen. Also hier ist der Aufwärtstrend definitiv komplett intakt. Also hier mit Unterschießen, ja, dann eine Wochenkerze, die über dem EMA 38 ist, ist ja auch vorstellbar. Also auf etwa 94, 95 Euro am Dollar am Freitag 8. Die anderen Aktien, jetzt gehen wir halt mal die wirklich große Gaps auch haben, aber hier wurde eben auch mächtig abverkauft. Da hat eine Amazon noch rund 20 Dollar Platz, bis das Gap Close hier vonstatten ging. Die Alphabet Aktie, ja, hier gehe ich nicht davon aus, dass das Gap geschlossen wird.
sondern hier in dem Bereich 6,60, 6,70 rum, dass es hier ein temporäres Unterschießen gibt. Ja, sag ich mal, wirklich im Extremfall, ja, kann hier dann schon das Gap geschlossen werden. Dann liegt hier der EMA 200 und ja, dann wäre es hier zwischen ja, 70 und 50 eine schöne Kaufzone. Also wirklich ein Marktführer, der das Zeug hat, danach natürlich weiter zu steigen. Netflix noch, da gab es jetzt hier, sind in letzter Zeit hier, das Gap wurde durch eine Meldung geschlossen, wurde heute auch wieder abverkauft. Hier schaue ich, wenn die Aktie ist wirklich sehr marktnah und sehr volatil und reagiert schnell, da würde ich morgen noch mal ein Setup vorstellen. Und ja, eine Intel lief bis, ja, bis Ende Oktober sauber hier runter. Also die Korrekturbewegung wurde genauso gewollt, die Eingangszone definiert. Aber hier war dann nach 1, 2, 3, 4 Hoch Schluss. Also hier hätte es aber dynamischer weitergehen können. Eine wichtige Unterstützung liegt halt hier auch noch gut ein Dollar tiefer. So, noch ganz kurz die Apple. Die hangelt sich auch in dem EMA 10 nach unten durch. Prallte hier halt ab. Dürfte auch morgen höchstwahrscheinlich ein neues Low machen. Sollte eben der asiatische Handel nicht kurz vor Handelsschluss oder während der Handelssitzung ein komplettes Reversal an den Tag legen. Hier die Aktien wurden ja schon benannt. Die wurden ja dann jetzt ausgestoppt, beziehungsweise im Gewinn ausgestoppt oder auch hier verkauft. Ne, Walt Disney, da war ja ich überzeugt, dass es eben hier hält. Kaum 10 Stunden später hat sich hier das Chartbild jetzt natürlich verschlechtert, aber ist ein Wochenchart. Muss man bis Freitag abwarten, ob hier dieses Tief hält. Aber ich bin ja das Chartbild jetzt aktuell ein bisschen verschlechtert, aber kann sich ja noch retten. Der Royal Dutch bis zur ersten Morgensendung super. Und jetzt natürlich der Abverkauf, weil halt auch Öl wieder an den Tagestiefständen beziehungsweise Jahrestiefstände zurückfiel und hat die 30 US-Dollar-Marke nochmal na knapp nur touchiert. Das Tief lag bei 30,10 etwa. So, das war's. Wie gesagt, ich melde mich dann, also noch ganz kurz hier die Dialog. Die hat dann tatsächlich noch ein Mini-Tief gemacht. Hier war auf Einstand abgesichert oder eben, wie auch hier in der Analyse noch, wäre möglich gewesen, noch ein kleineres Tief auszubilden, wegen einer, ich denke mal, Nachricht. Ich habe mir den Chart angeschaut. Ich glaube, zwischen 2 Uhr und 3 Uhr kam komplettes Kaufinteresse rein, wurde aber dann wieder abverkauft. Hat jetzt hier halt das Gap geschlossen. Hier oben besteht noch eins. Wird jetzt wahrscheinlich morgen auch eher natürlich zur Schwäche neigen. So, danke fürs Zuhören und wie gesagt, ich melde mich dann morgen gegen 8:30 Uhr nochmal mit einem Ausblick.